Das nun folgende Match ist ein Tag-Team-Match von einem Time von 20 Minuten. Und das ist das Extreme Lumberjack Tornado Tag-Team-Match. Ach du Scheiße. Lukas. Ja. Willkommen zurück aus der Werbung auf Rocket Beans TV. Ja. Mike hat einen schön gezwirbelten Bart, muss ich mal sagen. Ja, der braucht doch immer ewig auf dem Klo. Nicht so wie dein buschiges Ungetüm da am Kinn. Hör mal, ist gepflegt. Ah ja. Ich benutze Bartpflegeprodukte. Ich mach mir jetzt was. Sehe das nur ich so oder sind die beiden heute entschieden partnerlos? Ich glaube, das ist unbeabsichtigt, weil das eine war meine Zwangsjacke. Gib Justus noch eine Chance. Ja. Kommt noch. Ja, es gibt kaum ein Match, außer vielleicht die Bergkammer Brawl, das eine so lange Tradition hat wie das Extreme Lumberjacks Match. Ich glaube, das gab es bisher jedes Mal, oder? Ja. Er stammt aus der Ukraine, ist 1,96 Meter groß wie 100 Kilogramm. Unser eigener WWE Triumph Germany Champion, Danilo Orlov. Ja, den 2 Meter Ukraine haben wir schon. Yeah. Aber da fehlt noch einer. Aber wie du gesagt hast, das Match hat nicht nur Tradition, das Match kann vor allen Dingen auch richtig, richtig chaotisch werden. Als ob es schon genug Chaos gegeben hätte heute Abend. Und gestern. Ja. Er kommt aus Montreal, Kanada. Ist 1,85 Meter groß und wie 125 Kilogramm. Er will heute nicht nur Holz hacken. Der austro-kanadische Lumberjack, hier ist Jack Wilder. Milos, er will heute nicht nur Holz hacken. Ja, wunderschön. Passt. Ich kotze regelmäßig über die Texte von Mike. Aber wer nicht noch? Schicke E-Mail. Ja. Facebook. Was auch immer. Wer, wenn nicht Jack Wilder, ist prädestiniert für ein Lumberjack-Match? Vor allem, ich glaube, er war schon mehrmals in einem. Naja gut, du weißt, dass die Personaldichte in einem Lumberjack-Match ohnehin sehr hoch ist. Ja. Aber ja, du hast recht, letztes Jahr gegen Mark Empire. Eben, war das nicht... Nee. Mit Mark Empire war ja eine Match-Serie. Ich wollte schon sagen, das war ja ein Weapons and Pwn Match, aber das war ja auch... Ja, und jetzt kommen wir zum Chaos. Da kommen die Lumberjacks. Das sind pro Team, ich weiß nicht, sechs Wrestler, die sich darum kümmern. Hat der einen Billard? Ja, mein Gott, der Zweck heiligt die Mittel und so, ne? Also die Lumberjacks werden mit Waffengewalt dafür sorgen, dass die Wrestler da bleiben, wo sie hingehören, nämlich im Ring. Und hier ist das Team Sonnenschein, möchte ich sagen. Gestern haben sie die World Tag Team Championship gewonnen. Bull und Wolf, Maverick Cross ist da. Shoshi hat vorhin die Bergkammer Brawl gewonnen. Sensationelles Match. John Massive Drake nach seiner Bruchlandung ist auch wieder mit dabei. Und irgendjemand, den ich nicht kenne. Nick Ambitious. Gesundheit. Nein, so heißt der. Ach Mensch, ja. Auf der einen Seite ist Martyrium, der mit der Baseballkeule. Und der auf der anderen Seite ist Nick Ambitious. Ja, also ja. Justin Striker gibt das mit der Lesung gleich auf. Aber jetzt das Teamchen hat's gelernt. Ja, jetzt weiß ich, welche zwei Instagram-Profile mir da vor kurzem angezeigt wurden als neu. Das sind dann tatsächlich richtig. Nick Ambitious und genau. Martyrium. Klingt fast wie ein Rapper. Aber der heißt, glaube ich, anders. Die heißen alle irgendwie komisch. Oh Mann. Was? Oh Mann. Was war denn das für ein Scheiß? Oh Mann. Oh, Moment.
Ja, aber nee, Moment mal. Die müssen auch draußen bleiben. Die müssen draußen bleiben. Also wenn es eine Regel gibt, dann ist es die. Das Lumberjacks haben draußen zu sein. Heilloses Chaos, gerade die bösen Lumberjacks greifen hier ein und die guten Lumberjacks kommen zur Ehrenrettung. Liebe Fans, ihr könnt natürlich böse und gut nach individuellem Geschmack definieren, aber ja, so sehe ich das. Aber jetzt Jack Weiner und Daniel Orloff haben ein kleines Problem, denn sie werden gerade von den Lumberjacks auseinandergenommen fast. Ja, und da kloppen sich Yuri Gromov von Maverick Cross Energy. Oh, was ist das für Hockenschläger? Ja, das ist Massivholz. Ja, und Maverick da Cross. Da gibt nichts nach. Maverick Cross und Yuri Gromov, die haben noch eine Rechnung auf. Da ist der Schraubenzieher. Ja. Scheiße. Was macht der denn? Ach, fuck. Ich glaube, der hat ihn ein Septum verpasst. Das ist ja so wieder. Er hat ihn den Schraubenzieher in die Nase gerammt. Was? Es hat mit dem Match überhaupt nichts zu tun. Das war einfach persönlich. Und zweimal Frogsplash. Doppelter Frogsplash mit Cover. Ja, ihr seht's, das ist ein Tornado-Tag-Team-Match. Und ja, ich sag doch, Maverick hat Yuri ein Septum verpasst. Ja, Yuri Gromov hat sich da was durch die Nase gezogen, was man nicht machen sollte. Das sieht nicht gesund aus. Nein. Wir weisen gerne noch mal drauf hin, vor allem natürlich bei Extreme sind bei uns Sanitäter in großer Stückzahl Backstage anwesend. Also alle kümmern sich noch um den. Alle auftretenden Blessuren und Verletzungen werden da erstklassig versorgt. Hast du das gesehen, wie Jack war einfach da mal Tornado umgenietet? Ja, ich frage mich, warum die anderen Lumberjacks da jetzt nicht dagegen halfen. Die stehen da rum wie bestellt und nicht abgeholt. Ich glaube, die glauben, dass Jack Wilder hier das alleine lösen kann. Und? Cover von Jack Wilder gegen Shinsuke Rick, aber Justin Stryker kommt da rein. Aber gerade noch, weil sonst wäre es das gewesen. Lumberjacks, Extreme Lumberjacks Match. Schöne Aktion. Seit jeher dafür bekannt, dass außerhalb des Rings fast mehr Chaos ist als im Ring. Richtig. Und ich werde das Gefühl nicht los. Nee. Den Beweis kriegen wir geliefert. Verarscht mich nicht. Wow. Oh, Scheiße. Alle meine. Sind zwar acht, aber ja, lassen wir mal 9 gerade sein. Was? Ja, egal. Komm. Also, Mann. Also, Juli hat. Geil. Also, wollte der jetzt das Mother-Wort sagen? Da hat er sich aber gerade mal getrennt. Er hätte es sagen dürfen. Scheiße, ist das geil. Also, allein schon, dass Jack Wilder gesprungen ist. Oh! Also, liebe Fans, wenn ihr live in der Halle seid, das Eintrittsgeld ist es ja immer wert, aber heute mehr denn je. Das muss doch gewesen sein. Was? Draußen legt sich Danilo Orloff da mit Shinsuke Rick an. Da gibt's Geprügel. Mich wundert's wieder, dass sich die Lumberjacks da vornehm zurückhalten. Aufpassen, der eine Typ mit der Mütze wendet, ist kein Lumberjack, sondern unser Ringfotograf. Ja. Headbutt von Jack Wilder gegen Justin Stryker. Und was soll jetzt folgen? Splash in die Ecke. Lumberjacks von Jack Wilder und Danilo Orloff sorgen dafür moralische Unterstützung mit dem Hämmern auf den Ring. Aber das Cover wieder nur bis 2. Also Justin kann echt einstecken. Der Kleine ist ein zäher kleiner Bursche. Also bin ich doch ein wenig erstaunt. Ja, wenn er schon nichts kann, er hält zumindest ein bisschen was aus. Ja. Könnten wir jetzt gemeinsam sagen, er ist ein Prügelknabe, aber. Ich meine, heute muss er ja wirklich was einstecken. Es ist extrem, heute steckt jeder ein. Ja. Shinsuke wird, glaube ich, heute kein Abendessen mehr essen. Im letzten Moment ist er dann ausgewichen. Der zweite Running Shoulder Tackle geht ins Leere, beziehungsweise in was den Ring. Baseballschläger gegen Skateboard. Was machen die denn?
Die machen das, was sie am besten können. Chaos. Ja, leck mich doch was zu. Scheiße, also. Ja, da müssen das jetzt, war eine fiese Aktion. Da müssen die Fans in der ersten Reihe ein bisschen aufpassen. Wir haben da schon mal, wie soll ich das jetzt sagen? Also, es hat schon mal ein Fan versehentlich einen Kendo-Stick abbekommen. Ja. Bei so einem Extreme Lumberjacks Match. Nichts Ernstes passiert, liebe Fans, keine Zum Sorge. Glück. Aber da muss man die Rübe aus der Bahn halten. Aber die Fans, du hast es gerade gehört, die Fans waren richtig begeistert gerade. Ja, this is awesome, gilt, glaube ich, für den ganzen Event. Wahnsinn, was zum Henker machen die da? Oh. Die kloppen sich da fast die Birne weich. Also ich guck, ich gucke ja fast mehr auf das Chaos außerhalb des Rings als im Ring. Ich weiß gar nicht, ob das Match noch läuft. Ja, läuft. Danilo. Wird gerade von Shizu abgefangen. Das ist das Gefährliche an Shizu. Er ist ein verdammt guter Wrestler. Ja, das vergisst man manchmal. Justin Striker fliegt da nach draußen, wird dann von Jack Ryder abgefangen und in den stählernen Ringpfosten geschickt. Also, da weißt du echt nicht, wo du hingucken sollst. Da ist ja Chaos rund um den Ring. Ja, deswegen, deswegen haben wir Gott sei Dank 4 Kameras im Einsatz, damit euch zu Hause nichts entgeht. Genauso wie diese heftige Prügelei hier gerade. Also Wahnsinn, was hier abgeht. Mein Gott, liebe Fans, mittendrin statt nur dabei. Tickets für die nächsten Shows auf enemy-wrestling.de. Holt euch Tickets für die Live-Shows. Joshi räumt mit dem Besen auf. Ja, aber im Ring räumt Danilo Orloff auf hier gerade. Also, jetzt muss Justin Striker wieder richtig einstecken. Interessanter Elbow Drop. Ich finde es schön, wie Jack Wilder erst mit den Armen ausholt und dann mit dem Fuß zuschlägt. Ja. Was macht Danilo Orloff? Oh, Moonsault geht ins Leere. Hat er sich ein bisschen, hat er sich das Knie verdreht, glaube ich. Diese Prankenhiebe von Jack Wilder. Der Kerl ist einfach eine Wucht. Scheiße. So Wahnsinn. Doppelschlag. Doppelchop, da hat er wirklich bei ihm. Ja, fast so mit Axthieben weggehauen. Ja, Gott sei Dank nicht mit Axthieben, das wäre dann extrem blutig. Ja, ich meine ja. Irgendwo müssen auch heute Grenzen sein, Miloš. Wirklich? Ja. Oh, das war eine hässliche Landung. Aber effektiv. Oh, Running Elbow in die Ecke auf beide. Ja, die Lumberjacks. Überall auf dem lieben Körper. Und das war ein schöner Klatscher. Ja. Und was macht der denn? Leck mich doch! Extreme Senton! Was macht Danilo jetzt? Wow! Das, was er am besten kann, fliegen! Scheiße, Standing Moonsault von Danilo Orloff. Jetzt, was macht er jetzt? Jetzt hebt er einfach mal Justin Striker hoch. Ansatz zum House of Pain, wenn ich es richtig sehe, jawohl. Und auf der anderen Seite, Jack Wilder, Chokebomb, Cover. Das muss es gewesen sein. Jawohl. Doppelcover. Und hier sind die Sieger, Jack Wilder und Danilo Orloff. Kann man einer gucken, muss am Boden, kann man wieder gucken, ob Juri Gromov noch lebt. Der ist wie Unkraut, der vergeht nicht. Ja, ich habe ein bisschen Angst, dass er jetzt ein Dritt. Josh hat sich einfach mal auf den Platz vom Fan gesetzt. Wie kann es sein, dass Josh immer wieder neben den Ringgirls sitzt? Bist du neidisch? Ja. Ja. Dein Problem. Offensichtlich. Ja. Hey, rück uns doch. Ja. Justin, kannst du nicht glauben, dass er verkloppt wurde? Glaub's mal lieber, es ist extrem. Ja, da muss man von Hans von Krupp weggetragen werden. Die sollte man mal untersuchen backstage. Ich glaube, der kann zum Piercer gehen und kann sich das Septum gleich reinlegen lassen. Und Team Orloff, Team Wilder,
feiert mit ihren Lumberjacks im Ring. Was für ein geiles Chaos. Wer kann das sagen? Kann man so sagen, geiles Chaos, ja. Aber Milos, ja, da kommt noch was. Und da freue ich mich schon drauf. Ah, das wird geil. Also jetzt. Nee, das war schon irre. Jetzt noch mal ganz schnell aufs Klo oder das letzte Bier holen. Es gibt keine Werbung, wir machen direkt weiter. Jetzt kommt der Main Event. Richtig. Wer ihr verpasst das? Das. Halt, richtig wissen, aber das ist mir egal. Halt durch. Ich muss auch. Aber ich bleib sitzen. Ich hab's zuerst gesagt. Ja. Klare Antwort. Ich glaube, das geht laut. Ihr habt Bock. Von da habe ich nichts gehört. Ja! Habt ihr Bock? Ja! Jetzt war es lauter. Aua. Dann kommen wir nun zum Main Event von Extreme 2019. Oh Mann. Ja! Ist wirklich alles, was man an, ich sag mal, Krassität aufbringen kann. Denn es ist ein Triple Threat Match um die AEW World Heavyweight Championship um einen Vorabendtermin von 20 Minuten. Und es ist ein Barbed Wire, Tables, Ladders und Chairs Match. Also Entschuldigung, mehr kranke Scheiße geht nicht. Oh, ich freue mich schon die ganze Zeit. Der nur eine Aufgabe hat, nämlich die Ringglocke läuten lassen, wenn irgendjemand den Titel hat. Genau. Dann kommen nun die Kontrahenten. Ich bin ja mal gespannt, was dieser Herr hier besonders heute bieten wird. Ja, irgendwie haben wir ihn noch nie gesehen und irgendwie kennen wir ihn doch verdammt gut. Das ist Hector. Und wir kennen ihn als TKO, aber die Zeit, die ist vorbei. Ja. Als er bei No Regrets in den Main Event eingegriffen hat zwischen Max und Tommy Blue Eyes, da hat TKO alias Hector sein neues Gesicht gezeigt. Und ich bin mal wirklich gespannt, weil dieser Hector, er will ja nicht mehr anders genannt werden. Hector ist wirklich eine dunkle Gestalt, eine dunkle, ja, Erscheinung. Und was wird er heute bringen? Was bringt er zu diesem extremen Main Event von heute, der wirklich alles an Brutalität, Gewalt und Blutdurst bieten kann und wahrscheinlich auch wird? Du kannst sagen, was du willst, egal ob das jetzt Hector oder TKO ist, aber die Person unter dieser Kapuze hat mehr als einmal bewiesen, dass sie fähig ist, bis an die Grenzen zu gehen. Und der zweite. Aber ebenso hat dieser Mann, der jetzt kommt, auch bewiesen, dass er sehr wohl im Main Event stehen kann und auch oft zu Recht im Main Event gestanden ist. Wir haben es gestern Abend auf Rocket Beans gesehen im Classic Match. Jetzt gegen TKO Falls Count Anywhere. Der Mann ist ein Major Player im Main Event der AEW und hat schon so viel mitgemacht. Tables, Ladders und Chairs Matching. Tables, Ladders, Candlesticks, Street Fights, Falls Count Anywhere. Er hat alles, was man haben kann. Egal was, er war auch mit dabei. Er hat sich ja bei Extreme letztes Jahr, hat er sich als der Maverick gefangen hat, gefangen wollte, leider die Quantenzentrum abgerissen und war 5 Monate, ja, nicht fähig zu kämpfen, überhaupt
irgendwas zu machen. Und jetzt ist er wieder zurück und gleich wieder im Titelgeschehen sozusagen. Aber du musst sagen, er war nie wirklich weg. Also auch in der Zeit vor einer Verletzung. Er hat immer Präsenz gezeigt. Er war immer da. Und wenn er nur im Publikum saß und irgendeinen der Konkurrenten böse angeguckt hat. Und wusste man gar nicht, dass er da ist. Ja. Das tauchte er uns einmal von hinten auf und Bauer plötzlich im Ring. Aber es ist... Also ich muss sagen, ich bin auf diesen Main Event. Bin ich so heiß und schon lang nicht mehr auf unseren Main Event, denn das Match. Wahnsinn. Also ich habe schon mal gesagt, ich frage mich, was die mit Stacheldraht überziehen werden oder überzogen haben. Weil das, was dieses Match verspricht, ich stelle mich auf viel Blut, viel Schmerzen ein und ich hoffe, dass jeder der Teilnehmer dieses Match halbwegs unbeschadet überlebt oder übersteht. Und da ist Tommy Blue Eyes, der amtierende World Heavyweight Champion der NEW. Er hat den Titel gewonnen bei NEW Provocation, als er zur Überraschung vieler vielleicht TKO besiegt hat und den Gürtel abgenommen hat. Und was für ein Match. Also kann man sagen, was man will, aber da hat Tommy Blue Eyes einfach gezeigt, dass es sich lohnt, für seinen Traum zu kämpfen und dafür hart zu arbeiten. Das hat Tommy Blue Eyes wirklich bewiesen. Und auch Tommy war schon in Tables, Ladders und Candlesticks Matches. Er war schon in Street Fights, in Falls Count Anywhere Matches. In Können es alle. In Bergkerba Bros. Ja, da wurde schon durch alles Mögliche geschleudert. Also, man weiß, Tommy kann einstecken wie kaum ein Zweiter. Und wenn ihr euch fragt, wo der Titel ist, der hängt bereits 4 Meter über unserem Ringsprecher. Und da oben muss er runtergeholt werden. Wie bereits erwähnt, es ist ein Barbed Wire Tables, Ladders und Chairs Match. Das heißt, verschiedene Waffen, erlaubte Waffen wie Tische, Stühle oder Leitern sind mit Stacheldraht versehen. Ziel dieses Kampfes ist es, den Titel, der hier über mir hängt, abzuhängen. Und wer diesen abhängt, ist der alte oder neue NEW Heavyweight Champion of the World! Ja, liebe Fans im Chat, schreibt uns doch mal, wer glaubt ihr gewinnt? Max, Tommy oder Hector? Kämpfer in diesem Match vorzustellen. Zu meiner Rechten, er stammt aus Österreich, ist 1,90 Meter groß, wiegt 110 Kilogramm. Er ist der ehemalige, dreifache NEW World Tag Team Champion und ehemaliger zweifacher NEW World Heavyweight Champion. Der Maximum Terminator, die Austrian Machine. Mike hat's gesagt, das sind Sachen, die kriegst du nicht geschenkt. Zu meiner Linken. Zu meiner Linken. Er stammt aus Deutschland, ist 1,78 Meter groß und 98 Kilogramm. Als TKO damals war er der dreifache NEW World Heavyweight Champion, zweifacher NEW World Tag Team Champion und er hatte den sagenhaften Rekord von über 400 Tagen World Internet Champion, der erste und bisher einzige NEW Grand Slam Champion. Hier ist Hector! Zu meiner Linken. Er stammt aus Deutschland, ist 1,80 Meter groß, wiegt 85 Kilogramm. Er ist ebenfalls ehemaliger NEW World Internet Champion und der aktuelle, amtierende, regierende NEW Heavyweight Champion.
gilt bei vielen Fans so ein bisschen als der Außenseiter in diesem Match, allein rein körperlich, aber man sollte Tommy nicht unterschätzen. Absolut nicht. Ich meine, er ist nicht umsonst NEW World Heavyweight Champion. Und er hat das Publikum im ausverkauften NEW Hotspot hinter sich. Referee Pascal Siegner fragt nochmal ab, ob alle bereit sind. Und jetzt läuft der Main Event von Extreme. Das Tables, Ladders and Chairs Match mit Stacheldrahtunterstützung. Ich bin mal gespannt, was da kommen wird. Aber schau dir Hector an. Der steht nur in der Ecke, fixiert beide Gegner und hat sich noch nicht bewegt. Der Kerl ist nicht nur, ich würde sagen, mies drauf. Der Kerl will heute unbedingt zeigen, dass er absolut fähig ist, in diesem Main Event mitzuwirken. Ja, eigentlich wissen wir das ja. Eigentlich ist er ja kein Unbekannter für uns. Aber wir wollen jetzt mal sehen, welche neue Seite er vielleicht an sich zeigt. Aber du siehst es, Max hat gar nicht mal Tommy überhaupt ernst genommen. Und ja, da kriegt... Oh! Was zum... Wow! Ja, die legen hier gleich los, die Herren. Springboard! Schickt Hector nach draußen. Max, Clothesline geht ins Leere. Oh, und gleich die Position für den 619. Aber ja, das reicht noch nicht. Ja. Oh, zweiter Anlauf. Oh! Fresse! Ja, da kam Hector, aber wurde noch von Tommy abgefangen. Springboard! Oh! Gegen Max! Und ihr seht, warum man Tommy nicht unterschätzen darf. Absolut nicht, absolut nicht. Ich meine, du hast es erwähnt, er wird von vielen als der Underdog, als der Außenseiter angesehen. Liebe Fans, erinnert der euch an unser Trinkspiel, es zwiebelt. Ja. Oh. Und zwar gewaltig. Aber was ich sagen wollte, Tommy ist World Heavyweight Champion und er hat gegen diesen Hector eben gegen... Oh, was zur Hölle! Erstklassig reagiert von Hector. Hat Tommy verfehlt und... Entschuldigung, es geht doch. Er hat Tommy nicht verfehlt. Er wusste, Tommy bleibt im Ring und ist gleich auf Max mit einem wahnsinnigen Moonsault drauf. Und da fliegt Tommy raus und wird von Max abgefangen. Oh oh. Schon wieder Zuschauerblock 2 in Deckung. Ah, oh Scheiße. Der hat hier einfach mal weggeschmissen. Der ist in Reihe 3 gelandet. Das war ja Reihe 4. Was zur Hölle? Ja. Hector kommt angestürmt und läuft direkt rein, fliegt gleich hinterher. Aber hier nochmal dieser Moonsault, mit dem Hector Max ausgestaltet hat. Und da fliegt nochmal Tommy. Ah, Wahnsinn. Und wow. Hector hinterher, irre, irre, also, meine Stimme kratzt schon, und, schön, Max, dass es bei dir jetzt auch langsam mal losgeht. Max macht es sehr schlau, er holt sich gleich die Leiter, denn er weiß, solange beide gegen Gefahr für die erste Reihe hier. Oh. Baseball Slide Dropkick von Hector gegen Max. Aber sehr schlau gemacht von Hector. Das ist das, diese Gefährlichkeit, die Zwiebel. Jetzt auch wieder zeigt, er ist kein unerfahrener Kämpfer. Im Gegenteil. Oh. Das war die Retourkutsche von Max. Und die Fans feuern Tommy Blue Eyes an. Ich sehe jetzt gerade gar nicht, ob der schon wieder aus dem Zuschauerraum raus ist. Ich glaube, der ist schon wieder im Ring. Ich wollte sagen, der schnappt sich die Leiter, während sich die anderen da gerade kloppen. Ja, wenn zwei sich streiten, ja, freut sich der Dritte. Und Max guckt gerade ein bisschen konsterniert, Hector auch. Was soll denn das hier? Meine Leiter, deine Leiter. Was streiten die sich hier um die Leiter? Was will denn der Schlumpf? Oh, das geht böse aus. Ja, mir schwant das auch. Aber... Oh! Scheiße! Es
hässlich, hässlich. Wir haben schon. Oh! Und der Stuhlschlag ins Kreuz von Max. Ist ja auch vollkommen legal. Was zum Henker? Leck mich doch! Springboard Moonsault auf die Leiter! Scheiße, war das perfekt! Aber er knallt dann mit dem Ellbogen ins Gesicht von Tommy. Also, Wahnsinn, also das ist ja bisher schon ein Wahnsinns-Main-Event. Ja, und Hector macht das richtig, er stellt die Leiter auf, aber ja, der erste Versuch. Es ist gefährlich, Max ist wieder im Ring. Erste Versuch an den Titel zu kommen, Max wird da in die Leiter geschickt, aber die kippt fast. Ja, jetzt. Ich glaube, die wollen sich gegenseitig irgendwie. Und da wäre die Leiter fast aus dem Ring geflogen. Ja, da hat Max Hector aber Vollgas in die Leiter geschickt. Und jetzt die Chance für Max hier nach dem Titel zu greifen. Es wäre der dritte World Heavyweight Champion Titel für Max. Er muss nur hochsteigen, aber ich sehe Tommy gerade gar nicht. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich sehe Hector, der kommt schon wieder. Ja, das. Aber das ist natürlich eine gefährliche Situation und oh. Da kommt Tommy und jetzt wird hässlich. Ja. Oh, der schmeißt die Leiter. Oh. Und wir sagen es immer wieder, Fans, das sind keine Gummiseile. Nein, das ist ein Stahlseil mit ein klein wenig Gummi ummantelt. Und da hatten die beiden jetzt Glück, dass sie noch nicht weiter oben auf der Leiter waren, sodass sie noch innerhalb der Ringseile runtergekommen sind, weil sonst wäre das eine hässliche Landung geworden. Haben wir auch schon gesehen. Oh ja. Also eigentlich haben wir es vorhin gesehen im Classic-Match mit Adrian Sevier. Ganz genau. Adrian Sevier, a.k.a. Fabian Aichner, mal kurz eben Madison angebrüllt hat, sie soll die Leiter umwerfen. Aber was macht... Massiv gezwiebelt. Ja. Oh, da kriegt Hector von beiden Seiten gerade eine reingedrückt. Aber das war ein Knockout. Also scheiße, aber. Wow, mit einem Pelé-Kick hier gekontert. Wunderschön gemacht von Hector. Irre Aktion, also. Tommy, der Einzige, der sich so mehr oder weniger auf den Beinen gerade halten kann. Und was? Jetzt? Was wird das jetzt? Oh, oh. Kommt der jetzt? Oh, oh, scheiße. Und Tommy knallt volle Möhre auf den Nacken. Was zur Henker war das? Wow, Spinebuster. Übelst, übelst. Also jetzt müsste Max, wenn er gewinnen will, die Leiter aufstellen. Oder er schafft es, Hector so weit zu schwächen, dass der länger nicht mehr aufstehen kann. Und die Fans brüllen natürlich, das ist awesome. Denen gefällt das. Ja, denen gefällt das richtig gut. Running Uppercut in die Ringecke gegen Hector. Ich bin jedes Mal erstaunt, wie dieser Typ fliegen kann. Also Wahnsinn, wenn der angesprungen kommt. Max ist einfach das Full Package, das kannst du nicht anders. Oh! Double Footstomp! Und was für ein harter, ich glaube, der härteste, den ich je gesehen habe. Oh, scheiße, also. Das ist ja Wahnsinn, also geboten wird wieder. Wir haben die Aktion ja gestern im Street Fight von Fast Time Mudo schon gesehen. Gib mir das nochmal. Boah! Der tritt ihm ja fast die Wirbelsäule kaputt. Oh, scheiße. Das habe ich ja völlig vergessen. Oh, die Fans wollen die Tische. Ja, ich weiß aber nicht, ob sie den Tisch wollen. Also die Fans wahrscheinlich schon, aber... Ja, oh mein Gott. Es wird, ich glaube, jetzt wird es richtig hässlich. Ich weiß gerade gar nicht, was mich mehr beunruhigt. Der Stacheldrahttisch, meine Blase, keine Ahnung. Ich hätte jetzt eher... Headbutt von Max. Nächster Shot. Oh, verdammt! Power Slam gegen Hector. Das ist diese Kraft von Max, die man einfach nicht unterschätzen darf. Der Kerl ist ein so gewaltiges Powerhouse.
Es ist irre. Also, und vor allen Dingen, wenn ich sehe, Tommy ist immer noch außerhalb vom Ring und versucht immer noch reinzukommen. Aber das ist auch gefährlich, denn so kann er auch seinen Titel wieder verlieren. Oh, Max aber stellt den Tisch auf. Hector, Ansatz zur Powerbomb. Was nee, so? Da wehrt sich Max. Ach. Und Hector zieht das Seil runter. Max fliegt raus. Jetzt Tommy wieder im Ring. Kann ausweichen. Das Knie an die Brust von Hector. Und jetzt gefährliche Position. Ich guck mal so ein bisschen, wo der Tisch steht. Ja, da sind sie noch weit. Etwas weiter weg. Ja, aber was kommt jetzt? Scheiße. Armdrag in der Exploder-Variante. Also, aber das ist das, was Tommy ihm auch auszeichnet. Er kämpft bis zum Schluss. Tisch 1, Tommy 0. Fuck. Und da wäre es fast besser gewesen, wenn Tommy durch den Tisch gefallen wäre, weil so ist er auf der Tischplatte weggerutscht. Aber scheiße, das war ja hässlich. Aber ich glaube, damit gibt sich Hector nicht zufrieden. Nein, ich glaube, der will diesen Tisch wieder aufstellen. Was macht der jetzt? Sagt der Siggi etwa? Nein. Der will. Oh Gott. Ja, wenn der Fuß nicht mehr hält, dann muss das Ringseil herhalten. Oh Gott. Oh nein. Oh Gott, es wird. Oh nein. Nein. Oh fuck. Das kann nicht wahr sein. Bist du nicht. Und das sind stabile Tische und Tommy rutscht da auf dem Stachel drauf. Und du siehst schon. Ja, ja. Tommy hat Striemen auf dem Rücken. Und Hector hat einen Stuhl im Gesicht. Das ist. Also es sind keine Ernsten und keine tiefen Verletzungen, aber es tut richtig, richtig weh. Und für Fans, die ab und zu mal fragen, nein, das ist kein Fake-Blut, das ist Tommys Blut, das da an diesem Tisch klebt. Ja, ihr könnt gerne DNA-Analyse machen. Also das ist ja nicht schön. Jetzt versucht Siggi diesen Stahldrahttisch hier aus dem Ring zu befördern, während Max Hector mit einem Uppercut mal einfach aus dem Ring befördert. Ja, ich frage mich jetzt die ganze Zeit, ob das einzige Objekt war, das hier mit Stacheldraht bearbeitet wurde oder ob uns da noch was erwartet. Ich glaube jetzt mal nicht an eine Stacheldrahtleiter, weil das wäre eher kontraproduktiv, wenn du mich fragst. Es wäre aber extrem passend, sagen wir es mal so. Was macht Hector da jetzt? Ich weiß nicht, der will sich da mit dem Fan anlegen oder was? Das rächt sich. Gib Max da die Chance, wieder hochzukommen. Und fieser Schwinger mit dem Stuhl. Und jetzt geht es in Richtung unserer Sanitäter da hinten. Ja gut, es gibt schlechtere Arten, auf die Mütze zu kriegen. Oder schlechtere Orte, sage ich mal. Max checkt da selber, ob er nicht was abbekommen hat, aber noch gibt es da keine Probleme. Und jetzt werden die Sanitäter auch unruhig da hinten. Ja, aber da hat es Hector jetzt doch wieder geschafft, sich zurückzukämpfen. Harter Schlag in die Magengrube. Aber ich muss sagen, dieses Match ist wirklich unglaublich. Voll auf die Mütze! Also, Schädel, ja, egal. Ja, wie heißt es immer so schön, der Klügere gibt nach. Glaubst du? Ah. Oh Gott, ich sehe schon. Ich werde fertig gemacht. Was zu beweisen wäre und so, ne? Ja. Ja, ich glaube, Tommy ist raus aus dem Match. Ich glaube nicht. Ich glaube, Tommy kommt noch wieder. Ja, der hat ein Kämpferherz. Hector sucht ihn da schon, sagt schon, wo ist denn der andere? Ja. Aber er sucht sich dann einfach den, der wieder in den Ring kommt. Max sackt da auf dem Tisch zusammen. Ich weiß nicht, ob das die beste Position ist, um sich auszuruhen. Ich glaube, der hat sich nicht ausgeruht.
Da hat Max noch hochkommen können. Tommy schafft sich wieder in den Ring zu kämpfen. Oh. Okay, ich glaube, das hat Max gar nicht getaugt. Oh oh. Step up Enziguri von Max, von Tommy, Entschuldigung. Oh Gott, und sieh jetzt, dir Tommys Rücken an. Sieh dir Tommys Rücken an. Siehst du die Folgen dieser Begegnung mit dem Stacheldrahttisch? Tommy und Hector auf dem zweiten Seil, gefährliche Position. Und jetzt kommt Max wieder zurück. Hey, vergiss es. Vergiss es. Max wird doch nicht etwa ein doppelter Superplex durch den Tisch. Niemals, niemals. Nee, ich glaube, das wird nichts. Das war nichts. Was kommt jetzt? Sunset Flip, Tommy und Hector. Beide zusammen. Der Tisch ist durch. Der Wrestler auch. Aber das ist ja das Fiese an diesem Match. Es nutzt ja nichts, dass der Gegner am Boden liegt. Nochmal ein Zeit. Also mit was für einer Wucht, die den da durch diesen Tisch gedonnert haben. Ja, das war richtig heftig. Und jetzt, ja, Hector hat es jetzt richtig gemacht. Max muss verschnaufen und Tommy hatte aus dem Ring. Oh, Gottes Willen. Also da haben die Sanitäter später richtig zu tun. Vor allem das brennt dann, wenn die das desinfizieren. Nicht mal mehr so. Ach, ist das so? Ja. Du musst es ja wissen. Ja. Tommy kämpft sich wieder hoch. Klar, Tommy will nicht aufgeben. Das ist sein Titel, den hat er so hart erkämpft. Jetzt einfach so zu verlieren, das würde er nicht auf sich sitzen lassen. Ich versuche jetzt einfach mal die Hater im Rocket Beans Chat zu ignorieren, die schon wieder hier von Fake Blut sprechen. Nichts gibt's. Was macht Tommy da jetzt? Tommy auf den Top Rope. Oh, Scheiße. Ja, im Prinzip der Out of the Blue, wenn du so willst, von Tommy. Gegen die Beine, da hat der Hector die Beine weggetreten. Ja, nur mit den Armen an der Leiter festhalten macht halt auch wenig Sinn für Hector. Jetzt versucht sich Tommy da hochzukämpfen und seinen Titel zu verteidigen. Eben, aber du hörst es, die Fans wollen das. Die Fans versuchen, Tommy zu pushen. Tommy ist ganz, ganz nah dran am Ziel. Die nur Titelverteidigung bei Extreme. Nur noch wenige Stufen, aber da ist Hector wieder. Und er wirft die Leiter um. Tommy mit dem Kopf, mit dem Hals auf dem Top Rope gelandet. Das ist wirklich, also, Gott, hier nochmal. Das ist wirklich ein Main Event und was kommt jetzt? Was haben wir schon alles erlebt bei Extreme heute Abend, gestern Abend auf Rocket Beans TV? Es ist der absolute Wahnsinn, dieser Event, und ich hoffe, Fans, ihr seht das genauso. Und du hast vorhin danach gefragt, was könnte noch mit Stacheldraht überzogen sein? Die Antwort hast du da bekommen. Dieser Stuhl ist mit Stacheldraht überzogen. Und Hector. Scheiße! Voll Max über den Schädel gebrettert. Der hat, glaube ich, gerade noch den Arm hochgekriegt. Ja, das zwickt ein bisschen. Jetzt ein bisschen? Ich glaube, beim Duschen hat Max heute etwas. Ja, eine rote Tönung, möchtest du sagen? Ja. Tommy kann sich da wehren. Tommy. Gerade noch, was kommt jetzt? Zweites Seil. Hector geht dagegen. Oh, oh. Mir schwand. Bitte, bitte lass ihn. Was? Ja. Wahnsinn. Irre. Also, das war ja der Hammer. Und Tommy, was macht der jetzt? Canadian Destroyer. Oh, Mann. Canadian Destroyer. Auf den mit Stacheldraht überzogenen Stuhl. Seid ihr völlig bescheuert. Zeitlupe. Vollgas mit dem Schädel auf den Stacheldraht. Ich meine, da hat Tommy auch ein bisschen was abgekriegt, aber da hatte Hector definitiv die schlechtere Landung. Ich glaube, Tommy war das in dem Moment sowas von egal. Und die Fans feiern das mit This is Awesome. Zu Recht. Wahnsinn, also was
diese drei Kämpfer wirklich an irren Moves und an den Wahnsinn hier auspacken. Und jetzt hat Tommy gesagt, jetzt ist Schluss, hat er gesagt. Und da hält Max ihn fest, aber Tommy kann ihn wegtreten. Max, ja, nur noch so mit dem Instinkt. Was soll das jetzt werden? Und oh, Tommy, pass auf! Oh, ich dachte es mir noch. Max auf dem Apron Spear! Scheiße! Irre! Fuck! Leck mich doch! Boah. Da federt nichts, da ist das Steißbein durch. Da hat er richtig Tommy weggehockt, wie er es so schön sagt. Und jetzt Frog Splash! Oh. Scheiße! Aber da hat sich Max, glaube ich, auch, ja, Max hat sich da auch verletzt anscheinend bei der Landung. Der ist an der Kante vom Tisch hängen geblieben. Oh, übel! Ich glaube, ja, der, oh, das sieht nicht gut aus. Kann er noch die Leiter aufstellen? Er ist der Einzige im Ring, das heißt, er hätte freie Bahn. Deswegen heißen diese Moves High-Risk-Moves. Du kannst dir selber richtig wehtun damit. Und Max, wenn er jetzt die Leiter hochklettert, dann ist der dreifache NEW World Heavyweight Champion. Das ist jetzt das Adrenalin bei Max, das ihn da noch antreibt, dass er da noch die Leiter hochkommt. Tommy! Springt auf die Leiter. Ich glaube, das hätte er einfach haben können. Jetzt der Schlagabtausch an der Spitze. Ja. Tommy versucht natürlich seinen Titel zu bewahren. Oh, wird da Tommy fliegt. Und Max, das war's, ist Champion. Der Maximum Terminator ist zum dritten Mal NEW World Heavyweight Champion. Entschuldigung. Tommy, hast du noch Stimme? Nicht mehr viel. Also irre, Wahnsinn, was da, also das war krank. Also, guck mal, du bist alle auf dem Klo. Ja, aber was, egal. Das war ein irrer Main Event und ja, du siehst, jeder dieser Kämpfer hat alles gegeben. Max kann sich kaum noch auf den Beinen halten. Oh, ich sehe schon, er blutet schon überall auf. Also, Wahnsinn. Max hat Tommy mit einem Spear vom Apron gerollt. Er hat Hector mit einem Frog Splash durch den Tisch gefordert. Völlig zurecht. Zum dritten Mal World Heavyweight Champion. Wahnsinn. Also, Wahnsinn einfach, was diese drei unglaublichen Kämpfer für ein Match geliefert haben, für ein Main Event von Extreme 2019. Kranker Scheiß, aber geiler Scheiß, das ist das, wieso wir hier sind. Ja, oder? Liebe Fans im Rocket Beans Chat, ich glaube, ihr seid mit uns einer Meinung, das war ein Granat-Event. Das war ein extremes Wochenende. Entschuldigung, ja, es geht zu Ende. Entschuldigung. Meinem Kollegen Tobias Kühner geht die Stimme langsam flöten. Ich fühle mich wie Michael Cole am Ende von WrestleMania. Sorry. Verständlich, wir haben hier zwei Tage erste Action und eine doch wunderschöne Geste von Max, der nochmal Tommy umarmt. Wahnsinn, also einfach nur geil. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt nach Hause gehen kann, denn ich bin so aufgewühlt. Wahnsinn, also einfach nur geil. Was für ein Mega-Event. Danke, dass ihr dabei wart. Egal ob bei Rocket Beans im Livestream, egal ob live in der Halle. Es war der absolute Wahnsinn. Absolut, absolut. Und nicht vergessen, Leute. Wir bringen öfter mal so einen Scheiß. Ja, ja. Holt euch die Tickets für die nächsten Events. Deadline steht vor der Tür. anime-wrestling.de. Guckt auf unseren YouTube-Kanal. Da gibt es wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, die ganze Show ab Mittwoch nochmal zu sehen. Ich glaube es zwar nicht, aber
naja, auf jeden Fall einiges zu sehen geben. Und ich kann es nur wieder empfehlen, holt euch das Ganze auf Vimeo als VOD. Tobi, hast du noch ein bisschen Stimme für Lilo? Bring mir schon mal einen Tee auf. Ja. Liebe Fans, das war Extreme 2019. Wizard, danke. Entschuldigung, ich bin völlig am Ende. Bis zum nächsten Mal. Ciao.